Stellen wir uns mal in diesem Herbst ein Restaurant vor. 20 Leute vielleicht, ist ein kleines Restaurant, ja, und dann hat man direkt an der Tür eine Testgelegenheit, ein Testzentrum oder von mir aus wird an der Tür getestet. So, jetzt sitzen da diese Geimpften und einer oder zwei von denen werden ein bisschen Virus im Hals haben, ohne das zu merken. Ne? Das wird so sein. Und jetzt kommt da an der Tür einer rein und den testet man positiv. Den lässt man jetzt nicht ins Restaurant. Der ist nicht geimpft. Also der will sich frei testen. Den lässt man nicht rein. Dem kann man ja jetzt eigentlich nur sagen, es tut mir leid für Sie. Sie sind positiv. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf, dass Sie keinen schweren Verlauf haben. Aber mehr als diesen Wunsch kann ich ihm nicht geben. Der hat nichts davon für sich selbst. Die Frage ist, hat jetzt der Rest der Gesellschaft, also die 20 Leute, haben die was davon, dass er nicht ins Restaurant durfte? Eigentlich nicht. Denn da sitzen sowieso ein oder zwei, die unbemerkt schon infiziert sind. Und den anderen ist es auch relativ egal. Die sind geimpft und die meisten sind dadurch wirklich komplett geschützt. Während der andere, der rein will ins Restaurant, negativ ist, den testet man und sagt, okay, Sie sind zwar nicht geimpft, aber Sie sind negativ getestet. Sie können bei uns reinkommen und können sich an den Tisch setzen. Was hat man jetzt davon? Also der wird sich ja in dem Restaurant wahrscheinlich infizieren, weil einer von den Geimpften unbemerkt infiziert ist und neben dem sitzt. Sie haben schon recht. Also man könnte natürlich auch sagen, an der Tür des Restaurants müssen sich alle immer testen, ob geimpft oder nicht. Das stimmt. Dann würde man diesen einen oder die zwei, die unbemerkt infiziert sind, vorher rausfiltern. Die dürften dann auch nicht essen gehen. Aber erstens, ich bezweifle, dass das gut für die Impfadhärenz wäre. Also ich glaube, dann hätte man wirklich noch den letzten Enthusiasmus für die Impfung zerstört bei Leuten, die jetzt nicht speziell sich mit medizinischen Problemen beschäftigen wollen. Der Impfschutz wird ja auch wieder ein bisschen schlechter werden nach einer Zeit. Und natürlich kann man sagen, gut, da muss man wieder nachimpfen. Aber eigentlich ist es nicht das Ziel, für alle Zeiten immer impfen zu müssen. Ich glaube, dass die Mehrheit der Infektionsbiologen und Mediziner im Moment sagt, wir müssen eigentlich die endemische Situation als eine Erkältungssituation betrachten. Das heißt, wir sind aber dann auch in der Situation, dass unser Immunupdate, also die Booster-Immunisierung eigentlich nicht hier passiert, Sondern sondern durchs hier. Virus. Also durch immer wiederkehrende Kontakte mit dem Virus. Und dass die Bevölkerungsimmunität auch immer belastbarer wird, weil dann sind es wirklich Infektionen hier. Und da kriege ich dann Schleimhautimmunität, die ortsständig ist. Da sind dann eigene T-Zellen, die dort sitzen, lokale B-Zellen, die dort lokal Antikörper machen. Also diese Infektionsimmunität, die ist auf Dauer robuster. Und mein Ziel als, sagen wir mal, als Virologe Drosten, wie ich jetzt gerne immun werden will, ist, ich will eine Impfimmunität haben und darauf aufsattelnd will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste Allgemeininfektion und die zweite und auch die dritte haben. Damit habe ich mich schon lange abgefunden. Und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastbar immun und werde nur noch alle paar Jahre überhaupt mal dieses Virus sehen, genau wie ich die anderen Coronaviren auch immer mal wieder sehe.